Ein fünftes Gesetz behindert die internationale Rechtshilfe. Der Transfer wichtiger Beweisstücke, die auch Berlusconi belasten, ist entscheidend erschwert worden. Dies hier ist eine Jacke, die schon anprobiert wurde. Jetzt wird sie wieder auseinandergenommen, damit die notwendigen Korrekturen vorgenommen werden. Mailand im Mai 2002, der Justizpalast. Hier geht es um die dunkle Seite von Berlusconi. Anwesend ist er so gut wie nie. Auf der Liste der Angeklagten steht er jedoch ganz oben. Beim Aufbau seines Imperiums soll er Richter bestochen haben, damit diese einen Prozess in seinem Sinne entscheiden. Jetzt geht die Verhandlung in die letzte Runde. Beobachter rechnen mit einer Verurteilung. Dieser Mann soll es verhindern. Er ist Berlusconis Anwalt. Für Berlusconi sitzt er auch im italienischen Parlament. Mein Klient ist der gegenwärtige Ministerpräsident. Er ist eine Reihe von Straftaten angeklagt, die sich im Laufe der vergangenen Jahre als nicht existent herausgestellt haben. Und heute bleibt nur noch dieser Prozess, in dem von der Hypothese der Korruption die Rede ist. Der schlimmste Vorwurf in diesem Prozess ist die Richterbestechung. Eine äußerst schwere Straftat. Denn einen Richter für ein Gefälligkeitsurteil zu bezahlen, ist eine schwerwiegende Tat. Die beiden Ankläger sind Ilda Boccassini und Gerardo Colombo. Seit Jahren versucht Berlusconi, die beiden Staatsanwälte zu diskreditieren. Bisher vergeblich. Nur ein neues Gesetz könnte dies ändern und Berlusconi vor der Verfolgung der beiden Staatsanwälte schützen. Ein interessanter Fall beginnt. Seit Jahren sagen wir, dass der Prozess gegen Berlusconi nicht in Mailand stattfinden soll. Seitdem er in der Politik ist, gibt es hier eine regelrechte juristische Kampagne gegen ihn, mit Hunderten von Hausdurchsuchungen. Alle seine Manager wurden mit gerichtlichen Untersuchungen überhäuft oder festgenommen. Das ist eine Reaktion auf sein politisches Engagement. Dieser Prozess hat nichts mit der Politik zu tun. Es handelt sich um gewöhnliche, aber sehr schwere Straftaten wie Richterbestechung, die auf eine Zeit zurückgehen, als Berlusconi nur ein Unternehmer war und keine institutionelle Funktion innehatte. Die Affäre geht auf die Jahre von Mani Pulite, die Aktion Saubere Hände, zurück. Die Staatsanwälte Antonio Di Pietro, Mitte, und Gerardo Colombo, Links, waren vor 10 Jahren zu Helden eines sauberen Italien geworden. Sie deckten ein ganzes System von Korruption auf und schickten einen Politiker nach dem anderen ins Gefängnis. Die großen Chefs der italienischen Industrie zitierten sie vor Gericht. Unter anderem auch Carlo De Benedetti, den Olivetti-Chef. Er erklärte, dass es keinen Staatsauftrag gab, ohne dass Millionen in die schwarzen Kassen der Politiker flossen. Aufgebrachte Bürger bewarfen das Auto des Sozialistenchefs Bettino Craxi mit Geldmünzen. Kurz darauf floh er vor der Mailänder Justiz ins tunesische Exil. In Abwesenheit wurde er, noch zu seinen Lebzeiten, zu insgesamt 28 Jahren Gefängnis verurteilt. Auch die christdemokratische Partei Andreottis erwischte es. Sie ging im Korruptionssumpf unter und löste sich auf. Mit der Entdeckung eines wahren Systems der Korruption hatte Di Pietro in Italien ein politisches Erdbeben ausgelöst. La novità investigativa che è consistita quindi? Die investigative Arbeit bestand zunächst in der Analyse der Unternehmensbilanzen. So fanden wir heraus, in welches Land die Gelder gingen und wer die illegalen Empfänger waren. Darin bestand die Neuheit. Fino arrivare al beneficiario ultimo illecito. La novità è stata in questo.
Berlusconis Unternehmen waren zu jener Zeit in voller Expansion. Seine drei Sender hatten mit der staatlichen Rai gleichgezogen. Ministerpräsident Craxi hatte Anfang der 80er Jahre ein Fernsehgesetz verabschiedet, das Berlusconis illegale Sender legalisierte. Für diese Dienste will Berlusconi nie gezahlt haben. Der Medienunternehmer mit der sauberen Weste gründete 1993 eine Partei und bot sich den Italienern als Ministerpräsident für ein sauberes Italien an. Wir sind das Italien, das arbeitet, gegen das Italien, das schwätzt. Wir sind das Italien, das produziert, gegen das Italien, das verschwendet. Wir sind das Italien, das spart, gegen das Italien, das stiehlt. Wir sind das Italien guter Bürger, gegen das Italien der alten Parteien. Es lebe Italien. Forza Italia. Viva l'Italia! Forza Italia! Der simple Slogan kam an. Berlusconi gewann die erste Wahl. Das war 1994. Doch dann erreichte die Aktion Saubere Hände auch Berlusconis Medienkonzern. Die Pietro hatte dort eine Reihe von dunklen Punkten entdeckt. Korruption und Bilanzfälschungen beim Kauf des Verlagshauses Mondadori und eines Lebensmittelkonzerns. Wäsche von Geldern zweifelhafter Herkunft. Der Fall Berlusconi beginnt. Der Pool der Staatsanwälte schickt Berlusconi eine Mitteilung, dass ab jetzt gegen ihn ermittelt werde. Berlusconi reagiert über die Antennen seiner Sender. Die Staatsanwälte von Mailand haben entschieden, gegen mich gerichtliche Untersuchungen einzuleiten wegen Korruption. Natürlich habe ich niemals jemanden korrumpiert. Die Staatsanwälte sind anderer Meinung und zitieren Berlusconi vor Gericht. Wegen Korruption, Richterbestechung, Bilanzfälschung und anderer Straftaten. Berlusconi mobilisiert eine Armee von Anwälten. Geschickt verzögern sie die nun anlaufenden Prozesse in der Hoffnung, eine nach dem anderen in die Verjährung zu führen. Die Presseorgane, die noch nicht im Besitz Berlusconis sind, bringen derweil die Enthüllungen der Justiz auf die ersten Seiten. Illegale Parteienfinanzierung, 20 Milliarden für Craxi. Berlusconi korrumpierte Richter. Berlusconi und Previti wegen Korruption angeklagt. Schmutzige Roben und Gefälligkeitsurteile. Berlusconis rechte Hand, der Lutri, soll verhaftet werden. Schlagabtausch mit den Richtern. Solange wir noch in einem Rechtsstaat leben, in dem die Richter Recht sprechen und nicht Politik machen, kann keiner die Auslöschung meiner perfekten Moral, meiner Arbeit als Mensch, als Bürger, als Unternehmer und als Verantwortlicher der Regierung dieses Staates betreiben. Di responsabile del governo dello Stato. Le cui aziende sicuramente hanno pagato molte volte delle tangenti, perché seine Unternehmen haben zweifelsohne mehrere Male Spielgeld bezahlt, denn die Fininvest und ihre Direktoren sind mehrmals verurteilt worden, Finanzbeamte bestochen zu haben. Er selbst ist freigesprochen worden, weil es hieß, es konnte nicht geklärt werden, wer den Auftrag geteilt hatte. Doch das Urteil sagt, dass mit Sicherheit die Fininvest der Auftraggeber war. Der Finanzdirektor ist deshalb verurteilt worden, ebenso die Person, die den Finanzbeamten das Spielgeld übergeben hat. Diese Person ist nicht etwa von Berlusconi aus der Fininvest gejagt worden, nein, sie sitzt jetzt mit ihm im Parlament. Bis heute weiß man nicht, woher Berlusconi das Geld für die Gründung seines Imperiums nahm. Nur dies. Viele seiner Gelder stammen aus einem wilden Geflecht von Holdings, die offenbar gegründet wurden, um Spuren zu verwischen. Berlusconi hat 21 Holdings gegründet, jede mit einem Strohmann an der Spitze, einer Putzfrau oder einem Verwandten. Jede dieser Holdings ist Cash, also mit Bargeld gegründet worden. Dieses Geld gehörte Berlusconi. Woher er es hatte, weiß ich allerdings nicht. Questi soldi in contanti li ha messi Berlusconi. Dove li ha presi? Non lo so.